E-United Municipal Equipment und seine Mitglieder engagieren sich für sichere und saubere Straßen und Städte. Deswegen haben wir einen Test entwickelt, um das Feinstaubverhalten von Kehrmaschinen zu prüfen, den E-United PM10-Test. Ein Test, der von allen führenden europäischen Herstellern mitgetragen wird. Die Verbesserung der Luftqualität ist eine große Herausforderung für viele Kommunen. Der Einsatz von Kehrmaschinen zur Reduzierung des Feinstaubs ist eine gängige kommunale Praxis. Viele Kommunen beziehen deshalb das Feinstaubverhalten der Kehrmaschine in ihre Kaufentscheidung ein. Die europäische Kehrmaschinenindustrie hat darauf reagiert und sich zu einer einheitlichen Kennzeichnung entschlossen. So können die kommunalen Beschaffer vergleichen. Dear customer, willkommen bei E-United Municipal Equipment. Ich freue mich, Ihnen den E-United PM10-Test vorstellen zu können. Mehr als 25 europäische Kehrmaschinenhersteller haben bis heute an diesem Test teilgenommen. Es ist der einzige Test unter realistischen Einsatzbedingungen. Zurzeit wird auf Basis dieses Messverfahrens sogar eine offizielle europäische Norm formuliert. Die Tests werden von einem unabhängigen Testinstitut auf einer extra dafür errichteten Anlage durchgeführt. Die Feinstaubkonzentration wird vor, während und nach dem Einsatz der Kehrmaschine gemessen. Gleichzeitig wird erfasst, wie viel Material die Kehrmaschine aufnimmt. Nur Kehrmaschinenmodelle, die mehrfach unter den harten Grenzwerten bleiben, dürfen dann mit dem E-United PM10-Aufkleber gekennzeichnet werden. Durch den Einsatz standardisierter Materialien und Geräte sowie geschützt durch das Zelt vor Wind und Wetter ist es gelungen, einen reproduzierbaren Kehrmaschinentest für E-United durchzuführen. Der Test ist sowohl für große LKW-basierte Maschinen geeignet als auch für kleinere Kompaktsweeper. Bis heute wurden über 70 verschiedene Modelle getestet und mit 1 bis 3 Sternen gekennzeichnet. Prüfen Sie deshalb vor dem Kauf einer neuen Kehrmaschine, ob sie den E-United PM10-Test bestanden hat. E-United Municipal Equipment. Sichere Straßen das ganze Jahr, das ist unser Anliegen. Deshalb haben wir einen Test entwickelt, um die Verteilgenauigkeit von Streumaschinen zu überprüfen, mit spezifischen Anforderungen für feste und flüssige Streustoffe und 3 verschiedene Streuerklassen, A, B und C. Alle führenden Streuerhersteller sind an diesem Projekt beteiligt. Die Herausforderung für einen guten Streuer ist, die Verkehrssicherheit zu gewährleisten bei gleichzeitiger Minimierung der Kosten und der negativen Umwelteinflüsse durch Streumittel. Aber woran erkennt man so einen gut funktionierenden Streuer? Der E-United Steuertest wird durchgeführt vom Technik Center Bigholm der Universität Aarhus in Dänemark. Im Gegensatz zu anderen Testverfahren ist sichergestellt, dass die Ergebnisse nicht nur Momentaufnahmen, sondern vergleichbar sind. Die Tests werden in einer Halle durchgeführt. Damit wird durch den Ausschluss von Witterungseinflüssen die Wiederholbarkeit garantiert. Dieses ausgeklügelte Verfahren ermöglicht eine schnelle und effiziente Messung der Verteilgenauigkeit, wobei mehr als 95% des verteilten Materials aufgenommen wird. Die Ergebnisse sind sehr gut. Damit sind die Anforderungen des E-United Steuertests erfüllt. Alle führenden Hersteller haben den Test gemacht. Die Liste der getesteten Streumaschinen umfasst Produkte von Epoke, Giletta, Gmeiner, Küpperweiser, Nido, Rasco und Schmidt. Sie suchen einen Qualitätsstreuer? Dann schauen Sie nach dem E-United Spreader-Test-Aufkleber. In E-United Municipal Equipment arbeiten die Hersteller von Abfallsammelfahrzeugen zusammen, um umweltfreundliche und sichere Produkte voranzubringen und um den Kunden zu helfen, die geeignete Lösung für ihre Aufgaben zu finden. Alle führenden europäischen Fabrikate sind daran beteiligt. Für die moderne, effiziente Abfallentsorgung sind Abfallsammelfahrzeuge unabdingbar und die Entsorgungsunternehmen setzen alles daran, die Kraftstoffkosten zu senken.
Innerhalb der Initiative von deutschen Entsorgungsunternehmen, Kommunen und Herstellern beteiligt sich auch E-United Municipal Equipment aktiv daran, einen europaweit standardisierten Kraftstoffverbrauchstest zu entwickeln. Mit diesem Testverfahren wird der Kraftstoffverbrauch eines Abfallsammelfahrzeugs unter realistischen Bedingungen ermittelt. Alle typischen Arbeitsabläufe der Müllentsorgung werden betrachtet. Das Heben und Leeren der Abfallbehälter und die Fahrt von einem Behälter zum nächsten. Die Ergebnisse sind vielversprechend und werden dazu dienen, zukünftig einen standardisierten Verbrauchszyklus für Abfallsammelfahrzeuge zu entwickeln und diesen in einer DIN-Norm zu fixieren. Unsere Abfallsammelfahrzeughersteller bieten den Anwendern verschiedene Lösungen zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und damit auch der CO2-Emissionen.